Hallo, wir sind hier heute im Ibis Warcraft Zentrum. Ich habe das Zimmer 419. Das Hotel, ein alter sozialistischer Bau, den man das aber nicht mehr ansieht, ist unterteilt, was in der Form relativ selten ist. Die unteren Etagen gehören zum Ibis, die Etagen 1 bis 4. Alles, was drüber ist, gehört zum Novotel. Es gibt auch zwei getrennte Eingänge. Ja, schauen wir uns mal um. Für ein Ibis sind die Zimmer recht groß und topmodern eingerichtet. Das liegt auch daran, das Hotel war bis vor kurzem unter der Marke Orbis zu finden, wurde dann umgelabelt und entsprechend den neuesten Designstandards bei Ibis eingerichtet. Ja. Zur rechten Hand ein schön integrierter Flachfernseher, Flachbildfernseher. Man sieht schon, es sind ein paar Schritte zu laufen durchs Zimmer. Schreibtisch ist vorhanden, der direkt am Fenster steht, hat man einen schönen Blick. Der Ausblick nach außen ist jetzt auch nicht so der schlechteste. Da gibt es, glaube ich, schlimmere. Hinten sieht man die Eisenbahnstrecke. Dahinter schon Häuser der Innenstadt, aus dem Zentrum. Auch ein paar historische Bauten kann man in der Ferne erkennen. Soweit ganz okay. Ja, ein Kleiderschrank ist da. Wie man sieht, also so eine Ablage zumindest. Auch noch schön auf dem Schreibtisch. Es gibt einen Würfel mit Steckdosen. Drei Stück an der Zahl und zwei USB-Anschlüsse sind auch vorhanden. Eine kostenlose Flasche Wasser war auch gleich dabei. Und weil das Novotel hier mit im Hause ist, auch die Speisekarte vom Novo Lounge Restaurant, was sich unten befindet, kann man also auch mitnutzen. Ja, was sehen wir hier noch? Das schöne, große, bequeme Suitebett bei Ibis, in dem ich eigentlich besonders gerne schlafe, weil es wirklich sehr bequem ist, weil man da wirklich sehr gut drin schlafen kann. Die Ausstattung des Zimmers, top modern, großzügig eingerichtet. Auch hier neben dem Bett gibt es eine Steckdose, also kein Steckdosenmangel. Wi-Fi hat man hier im ganzen Haus kostenlos, muss man sich einloggen mit dem Passwort, das bekommt man an der Rezeption. Ist auch recht fix, das Wi-Fi. Was auch ganz gut ist, gerade bei den heutigen Temperaturen. Ich bin hier bei 28 Grad und das für Anfang September. Es gibt eine Klimaanlage, das ist schön. Das Zimmer ist auch richtig wohl temperiert. Also werde ich da heute Nacht auch gut drin schlafen. Ja, Toilette, Waschbecken, moderner Föhn. Vorhanden, was man so braucht. Und natürlich auch eine wirklich großzügige Dusche. Ja. Auch schick eingerichtet mit so einem Holzstil, was man so in so einer Dusche eigentlich nicht so erwartet. Sieht aber ganz schick aus, macht was her. Preislich kann ich auch nichts meckern. Also ich habe jetzt knapp 84 Euro für 2 Nächte inklusive Frühstück bezahlt. Und unter uns gesagt, es gibt auch Termine, wo es noch günstiger ist. Aber bin trotzdem zufrieden. Das Hotel ist nur wenige Meter, also gar nicht so weit vom Hauptbahnhof entfernt. Das sind so mit der Straßenbahn sind das 2 Stationen. Mit der Linie 6 fährt man da am besten oder mit der 2. Wenn ich mir richtig gemerkt habe, man kann auch zu Fuß gehen, das sind so ca. 900 Meter, also auch nicht so weit weg. Straßenbahn hält direkt vorm Hotel, kann man sagen. Die Station heißt Hotel Warkwaff, also auch leicht zu merken. Ja, tolles, großzügig geschnittenes Zimmer, viel Platz, bequem, klimatisiert. Faires Preis-Leistungs-Verhältnis, auch für polnische Verhältnisse. Immer wieder gerne.